Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Doom, die Kampagne für den PC. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben jetzt hier so eine Praetorin-Anzugmarke wieder bekommen. Da gucken wir mal ganz kurz. Jetzt haben wir hier wieder was freigespielt bei den Herausforderungen. Finde 3 versteckte Extras. Noch keins gefunden, Leute. Ich verstehe das alles nicht. Ich bin zu schlecht, um die Scheiße zu finden. Elitewachen. Felddrohnen habe ich eine. So, 2 gibt es hier noch. Extras. Was auch immer. So, wir können hier wieder was aufmodifizieren oder aufstocken. Arena-Scanning-Technologie verbessere die Effektivität deiner Navigationssysteme. Kein Bock. Verbessere die Resistenz gegen Umwelteinflüsse und Explosionen. Verbessere Kapazität und Nachladezeit von Ausrüstung. Was ist das hier? Verstärker Effektivität. Verbessere die Effektivität von Verstärkern. Okay. Ach scheiße, brauche ich 2 für. Kacke, wo war das denn hier? Das ist wieder was anderes hier. Wer lesen möchte, bitte lesen. Hier ein neues Monster. Wer lesen möchte, bitte lesen. Waffen. Ach scheiße. Ach ne, das war ja das hier, ne? So. Da brauchen wir 2 für. Hier können wir einmal. Und hier brauchen wir auch 2. Hier können wir einmal. Verbessere die Effektivität von Verstärkern. Wenn ein Verstärker aufhört zu wirken, wird eine gefährliche Schockwelle ausgelöst. Na, keine Ahnung, den machen wir mal. Ansonsten hätte ich auch mal aufsparen sollen. Dann hätten wir irgendwann eingenommen, wofür wir 2 brauchen. Mal hier wieder. Ah, ihr spinnt doch alle! Aue! Scheiße! Scheiße! Dann eben so! Ach, scheiße! Kein Sprit mehr. Dann vielleicht so. Ha, weil die Granate dahinter lag! So, dann gucken wir hier nochmal, ob es hier nochmal Energie für uns gab. Nein, da gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Guck mal für Karte. Jo, können wir uns nicht verlaufen. Haben wir hier was übersehen? Nee, wir haben hier. Ja gut, den hier haben wir nicht ganz. Aber ich denke mal, da haben wir nichts übersehen. Aber ich glaube, die Sache mir noch angezeigt. Also blau ist immer gut, da waren wir überall. Hier kommen wir wahrscheinlich noch hin, hoffe ich. Was übersehen? Was? Ist das übersehen oder was? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Kopf weggeschossen. Du Rosettenhengst. Ohne Leiche. Ah. Was haben wir hier Schönes? Ein Drucker oder was? Fehler 83 schon wieder, den kennen wir doch. Vega, ja gut, hier ist ja sowieso zu. Ist hier nix oder was? Da in der Mitte ist was. Guck mal hier rechts lang. Zu, dann müssen wir in der Mitte. Brigitte. Finde die Ursache, begib dich zum Vega-Terminal. Nimm es. Es wird dich stark machen. Dir auf deinem Weg helfen. Danke, wenn okay. Wenn du den Energiestoß überstehst. Ich werde ihn überstehen. Wir glauben daran. Erhöht dauerhaft die maximale Gesundheit. Achtung!
zu viel Energie. Leite Energie zu Subsystemen. Munition. Ich will mehr Munition nehmen können. So. Du hast unreine Archon-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die restlichen Archon-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich. Und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Finde die Ursache abgeschlossen. So, und was haben wir jetzt hier? Kein aktives Ziel. Wir gehen jetzt da links lang. Aber wie gesagt, wir haben hier scheinbar was übersehen. Kommen wir da schnell hin? Nein, dann müssen wir hier wieder ganz zurück. Wie kommen wir da hin? Ist schon lange her. Und da haben wir auch hier, da gab es bestimmt irgendwas. Da haben wir irgendwas übersehen bestimmt. Ist doch zum Mäusemelken. Okay, wir gehen jetzt in diesen einen Raum hier. Da, und dann hoffe ich, dass wir da auch irgendwann hinkommen. Ich glaube, da war aber hier eine Tür zu, oder nicht? Ich übersehe hier doch nicht so ein ganzes Ding, wenn ich da schon lang gehe. Nun gut. Begeb dich zur Luftschleuse der Gießerei. Kenne deinen Feindkampf. Nicht verfügbar. Herausforderung 2 für 1. Beendet. Abwechslung. Ja, großer Entdecker. Finde 3 versteckte Extras. Ist das abgefuckt, Leute? Das kotzt mich an. Ich muss mich jetzt noch mehr umgucken. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Wie, gibt es insgesamt 3 Dinger hier oder was? Oder habe ich auch nur 1 davon? Kernschmelze. Verhindere die Kernschmelze. So, aber läuft hier Zeit? Nee, ne? Verfügbare Waffenpunkte 1 habe ich bekommen jetzt, oder was? Ja, gucken wir nochmal. Oh, eine ganz neue Karte. Das heißt, wir haben da richtig... Das ist ja voll abgefuckt. Datenbank. Agent-Energie zu Beginn, bla 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 bla. So, jetzt geht das hier wieder zum Runterscrollen. Also wer lesen möchte, auf Pause machen. 3, 2, 1, jetzt. Und ich scroll runter. Pause. Pause, Ende. So. Ich heb mir das Ding hier auf. Denn ich möchte hier die verbesserte Kapazität und Nachladezeit von Ausrüstung. Das will ich als nächstes machen. Das heißt, ich baue mir das eine
unten ist ja was anderes. Was mache ich denn damit? Was mache ich denn damit? Achso. Aufladeeffizienz verkürzt die notwendige Zeit, um einen aufgeladenen Energieschuss vorzubereiten. Schnelle Erholung verkürzt die Erholungszeit der Pistole nach einem aufgeladenen Leichtgewicht. Bewege dich mit voller Geschwindigkeit bei Nutzung von aufgeladenem Energie. Achso, hier ist noch gesperrt. Hier nicht. Oh, 3 brauche ich dafür. Mehr Wumms erhöht die Größe der Explosion. Ja, das heben wir uns auch auf. Ne, heben wir uns noch nicht auf. Obwohl Pistole. Scheißegal, ne, das heben wir uns auf. So, gehen wir weiter. Wir haben nämlich noch keine Karte. Das heißt, wir können hier noch nicht. Oh, doch, jetzt ein bisschen. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Eingehende Sprachnachricht, Kampfbewertung. Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unser Sicherheitssystem lassen sich nicht beseitigen. So, 3 besessen. Was? 3 Besessene, ein Fass. Bordstein fressen. Vernichte die 4 Blutnester oder Blutnester? Blutnester heißen die genau. What? Mach auf! Oha, oha, oha. Ach ne, jetzt bin ich hier, oder was? Was auch immer. Oh, hier geht's rein. Ah. Bereiche Gießerei. Ah. Aufgeladene Salve. Was haben wir denn hier Schönes? Taktisches Zielfernrohr. Mikroraketen, halte die Waffenmod-Taste gedrückt, um einen Mikroraketenwerfer auszulösen. Das nehmen wir. So. Energie ist gut. Dann geht's hier. Was ist das? Ja, hier ist schon wieder so viel. Ich weiß gar nicht, wo hier vorne und hinten ist. Der ist jedenfalls dort. Der auch. What? Schild. Zackgas ist immer gut. Ich guck mal auf die Karte. Ich glaube, bevor ich irgendwann mal wieder durch eine. Ah, hier kann ich sowieso noch nicht lang. Von wo bin ich gekommen? Von da. Jetzt kann ich aber hier lang. Achtung, Kerntemperatur steigt. Nein, ich gehe nochmal zurück. Ich will gucken, was hier unten so abgeht. Hier. Sicherheitsstufe blau. Also ich muss einen blauen Schlüssel finden. Ja. Ist doch ganz klar, wenn ich hier was übersehe. Hier weiß man ja gar nicht, wo man und. Oh. Ja, du.
voll reingelaufen. So, kommt mal hierher, Leute. Was? So. Dann eben so. Oh, da spricht einer. Ich bin getroffen. Dann machen wir es mal so. Ja. Ich bin doch schon wieder auf 54 runter. Was ist das denn hier? Habe ich eine Waffe übersehen? Ja, dann gucken wir uns mal hier weiter um. Wie gesagt, das ist ja. Wie soll man sich denn hier alles so? Jawohl! Gelbe Schlüsselkarte erhalten. Aber wir brauchen eine blaue. Komm ich denn da hin? Das Feuer. Oh. Big Daddy. Big Daddy ist da. Hoch Energie! Ich bin tot. Scheiße! Energie! Jetzt auch Energie. Das! So, ist hier noch irgendwo so ein Penisfalter? Ich glaube, die roten Striche da unten sind die Modifikationsenergie-Ding. Oh, hier geht's auch noch lang. Ich hol mir erstmal den Schild. Ich hab gleich überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Da bringt ja auch die Karte nichts. Wir gehen einfach mal weiter nach unten. Monster EMP. Also das Ding hier im Multiplayer finde ich eigentlich nicht so gut, aber hier ist es ganz nett. Hier noch eine Granate für euch. Oh. So, was haben wir hier? Also hier. Kann ich nicht rauf? Und dann eben so. Jawohl. Verstehe ich immer noch nicht die Dinger hier. So. Ihr Engagement mit der Mars-Mission der Uhr. Keine Ahnung. Kernschmelze? Warum steht das da? Was ist das? Oh! Penner! Er hat mich gehauen. Wo bin ich hier, Leute? Wo bin ich hier? Hm.
Wo bin ich hier? Ist doch hoch? Negativ. Scheiße! Fucking Blutnest! Stop. Ja, Fresse, du Penner. Und das auch noch. Waffenpunkte erhalten. So, machen wir das Ding mal kaputt. Platsch. So. So, jawoll. Scheiße, das ist hier alles. Was ist das für ein neuer Rüpel? Ich lauf nochmal weg. Glück gehabt. Ein Blutnis zerstört. Hier Granate. Aua. Bäm. So. Vernichte die Blutnester 1 von 4. Okay. Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Okay, da können wir lang. Hier können wir auch lang. Ja, so sieht's aus. Also ich bin jetzt irgendwo ganz unten, wie es aussieht, und ich habe keine Ahnung, wo es noch hingeht. Das ist sehr faszinierend. Und an dieser Stelle machen wir Schluss. Und dann werden wir in der nächsten Folge uns dieses Gebiet hier angucken und dann gucken, dass wir irgendwie weiterkommen. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dann. Ciao!